alten Freund getroffen, hier den Thomas Haustein. Wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen. Thomas ist der Detlef aus Christiane F. Genau. Und der Film wurde wann gedreht? 1981 wurde der gedreht. 81, ja? 81, okay. Da war ich so 15, 16 Jahre alt. Und ja, heute bist du 56 oder so. Nee, Quatsch. Also machst du mich jetzt mal wieder 50. älter irgendwie so. Ne? Aber okay, ich sehe das nach. Ich habe jetzt mein 52. Jahr. Dein 52. Jahr. Und das ist dann ja, kann ich, so weit kann ich gar nicht runterrechnen. Ist ja lass es einfach, Jahre versuch's gar nicht erst. So, was hast du gemacht die ganzen Jahre mit diesem Film drin? Wie ist das so gelaufen? Wie lange hat das gedauert? Okay, 81 begannen die Dreharbeiten, nachdem da eben auch so ein Casting erfolgte und ich dann letztendlich so da in der engeren Auswahl war und letztendlich auch den Zuschlag bekam. Und das fing dann so im Sommer an. Und lief denn so ein halbes Jahr mit Unterbrechungen, je nachdem eben, was so das Drehbuch eben verlangte. Ja, ne? Ja. Okay, cool. Und wie war das für dich jetzt mal? War das anstrengend für die Kids oder was hast du zu der Zeit sonst noch so gemacht, außer jetzt diesen Film mitgedreht? Also zu der Zeit war ich ja eben Schüler und war auch so schwer in der Pubertät. Ja. Und hatte jetzt auch nicht nur Schule im Sinn, sondern auch noch so die Freizeitgeschichten, die immer spannender und interessanter wurden. Und ja, bin dann halt durch diese Dreharbeiten auch mal ein Stück aus der Schule rausgekommen, was ich sehr schön fand. Das war einfach mal eine andere Geschichte. Eine Sache, mit der ich vorher im Leben noch nie zu tun hatte und die einfach spannend war und eine tolle Erfahrung auch bot. Ja. Ja. Und bist du dann irgendwie auch so mit dem Thema Drogen irgendwie näher zusammengerückt oder ist das klar? Dann, ja, klar, ganz klar. Ne? Also dieses Drehbuch, also Christiane F. oder überhaupt das Buch, der Roman, ja. Also auch von über Christiane F. Das alleine war ja damals so ein wirklich ein Hit. Das hat ja jeder in meinem Umfeld irgendwie gelesen. Und von daher gab es da auch eine Sensibilität für dieses Thema und es fing auch eh gerade so in unserem Umkreis, so Freundeskreisen auch an, auch zum Thema zu werden. Da ging es so los so mit Gras, mit Kiffen und so. Später dann auch so LSD tauchte auf, dann so Amphetamine. Kokain war damals noch reichlich teuer, von daher war das dann nicht so Thema, aber so Amphetamine gab es dann auch schon mal und ja, eben so wie Kids eben so sind. Ne? Man trifft sich bei irgendjemand auf eine Party und hat da so sein erstes Alkoholerlebnis oder Alkohol getrunken und dann plötzlich mal doch einen Joint mitgeraucht und ja. Dann geht's los. Dann wird's einem schlecht und dieses ganze Programm. Also so, das lief alles so ziemlich parallel und dieses Thema Christiane F., besonders dann in Verbindung mit dem Film, hat mich schon anders berührt als vielleicht andere in meinem Freundeskreis. Ja, ja. Okay, und dann ja, bist du gleich dann in die Drogenberatung gegangen oder ich meine, du machst ja heute Drogenberatung. Genau. Ja. Ich bin ausgebildeter Sozialpädagoge, habe dann eine Zusatzausbildung gemacht, eine Dreijährige zum Sozialtherapeuten Sucht. Das ist eine anerkannte Einrichtung, wird finanziert von den Rentenversicherungen und auch von der Krankenkasse. Mhm. Wir machen auch ambulante Reha bei uns in der Beratungsstelle. Und ja, und dort bin ich eben verankert in diesem Feld, nachdem ich eigentlich ein halbes Jahr Praktikum gemacht habe in Kreuzberg, in der Schlesischen Straße. Mhm. Das Projekt hieß damals Misfit. Und war ein Basiskontaktbüro für Drogenabhängige ohne irgendwelchen Beratungszwang und Druck, sondern manchmal einfach nur Kontakt. Ja. Kontakt aufbauen. Damals haben wir dort Spritzentausch gemacht, Kondome ausgegeben. Alles, was so im Sinne von der HIV-Prävention zu der Zeit ja wirklich auch nötig war, das wurde dort realisiert und konzeptionell eben auch verankert. Und das war eine Hälfte, so diese Kontakt, Wäsche waschen. Da gab es dann so eine Wagenburg in der Nähe, dann kamen die Leute Punks darüber, haben da ihre Wäsche gewaschen. Wir haben eben mit denen eben aber auch natürlich so bestimmte soziale Fragen dann gleich geklärt. Ich bin dann in den beratenden Bereich auch in die Haftanstalten gegangen, nach Moabit, Untersuchungshaftanstalt, wo dann jeder Delinquent ja irgendwo dann erst einmal auf seine Verhandlung wartet. Und
Drogenabhängige haben dann dort die Möglichkeit, schon Kontakt auch mit einer Drogenberatung aufzunehmen. Das ist hier in Berlin regional organisiert. Das heißt, je nachdem, aus welchem Bezirk jemand kommt, kriegt er dann Berater aus dem jeweiligen Bezirk. Für die Zeit auch nach der Haft, dass da schon ein Kontakt, eine Verbindung besteht. Das also die Leute kommen dann aus der Haft? Oder wenn die Leute aus der Haft kommen, haben vielleicht aber auch weiter dann ihre Problematik irgendwie und ihre süchtigen Verhaltensweisen und irgendwelchen Ärger, irgendwelchen Probleme, können die sich dann an der dort ansässigen Drogenberatung wenden und kennen dann eben schon Leute aus der Haft. Das macht einen großen Unterschied. Ja. Wie sieht denn so eine Drogenberatung dann aus? Ich meine, oder wie nennt sich das? Die Leute kommen werden in die Kur eingewiesen oder in den Entzug? Oder wie läuft sowas an? Also erstmal, lass uns damit anfangen, weil du kennst dich ja super aus damit. Wann weiß ich denn überhaupt, dass ich drogenabhängig bin? Oh, dafür fangen wir jetzt mal noch nicht an. Weil das ist natürlich ein sehr intensives und auch wirklich das kann man anders wirklich vertiefen, weil was ist eigentlich Sucht? Ja. Woher kommt das eigentlich? Ja. Erst einmal vielleicht, wie kommen Leute überhaupt dann in diesen Prozess hinein? Ja. Dass sie überhaupt erstmal so einsichtig werden. Ne? Ja, also entweder man hat mit Klienten, also wir nennen die Leute jetzt immer Klienten, wir siezen uns in der Regel auch erst einmal. Früher hat man sich gleich geduzt. Mhm. In manchen Einrichtungen ist man jetzt schon Patient, aber für uns sind es eben so Klienten. Das sind so Leute, die dann zum Teil geschickt werden nach irgendeiner Auffälligkeit. Das kann sein, dass die in der Schule auffällig geworden sind, dass Lehrkräfte dann eben auch sagen, pass auf, du gehst jetzt in eine Suchtberatung und du musst das auch nachweisen, dass du dort eine Beratung gemacht hast. Das kann sein, dass es über die Justiz läuft. Eltern natürlich. Es sind sogar vorwiegend Eltern, die dann irgendwo mal Utensilien finden, irgendwas, Joints oder Hasch oder Cannabis und dann natürlich auch in Angst und Unsicherheit erstmal sagen, wir brauchen Rat, wir brauchen Unterstützung. Wir müssen das wieder rationalisieren letztendlich, auch ein Stück weit und weg von diesen Angstgefühlen. Ja. Und dann werden die jeweiligen jungen Konsumenten zu uns geschickt und dann beginnt bei uns quasi eine Beratung. Wir checken ja erstmal ab, wie ist die Ist-Situation eigentlich generell. Mit der Diagnostik sind wir da sehr vorsichtig. Also wenn es so um Pubertierende geht, da ist es schwierig, auch irgendwie eigentlich gleich von Suchterkrankung zu sprechen. Bei älteren Konsumenten, die jetzt länger schon so ein Konsummuster sich bewegen und auch dementsprechende Konditionierungen erfahren haben so im Leben, ist das natürlich dann schon eine andere Sache. Mhm. Und da beginnen wir dann nochmal anders auch mit der Diagnostik und das erfordert natürlich aber auch da eine Reihe von Gesprächen. Das kann man nicht hier so mal eben mit einem Definition von der Weltgesundheitsorganisation, die dann da sagt, ja, das und das und das sind Faktoren. Und wenn das dann auftaucht, dann ist der irgendwie süchtig, dann sollte man echt vorsichtig sein, immer alle in die Suchtberatung schicken und erst einmal da gründlich irgendwie eine Diagnostik erstellen lassen. Ja. Ja. Ich hatte zum Beispiel mal mit einer älteren Dame zu tun, eine alte Schwester, eine Nonne, ehemalige Nonnenkloster, welches dann aufgrund von mangelndem Nachwuchs eben auch geschlossen wurde. Die lebte dann alleine und die trank zum Beispiel jeden Abend eine Flasche Bier. Ja? Die trank dann jeden Tag eine Flasche Bier. Kannst du nehmen, ja. Aber wir machen ja gerade was. War ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, bei der Nonne. Ja, mit der Nonne. Die also ganz spannende Geschichte, weil das macht doch immer was klar. Ja. Die trank also immer eine Flasche Bier abends, weil sie schlicht schlief. Ja. Ja, nun kann ja jeder sagen, naja, eine Flasche Bier, mein Gott, das mache ich ja auch. Ich denke, ich bin nicht süchtig. Mag auch so sein. Nachdem wir mit der aber eben eine Reihe von Gesprächen geführt hatten und eine Diagnostik eben erstellten, ließ sich schon irgendwie erkennen, dass bei der tiefer liegende unbewusste Konflikte irgendwie eine Rolle spielen, die eben dann im Rahmen einer ambulanten Reha bewusst wurden. Also das war eben wohl erarbeitet, aus dem Unbewussten eben zurück ins Bewusstsein. Und dort konnte dann festgestellt werden, dass die eben aufgrund einer traumatischen Trennungsgeschichte, weil die hatte da so eine Liebesgeschichte mit
einer Mitbewohnerin, die immer nur platonisch auch lief. Aber eben nachdem die dann getrennt war, war das natürlich irgendwie für die ein großes Leid. So, und das holte die immer abends, wenn die zu Bett ging, ein. Diese Geschichte. Und um dann damit einen Umgang finden zu können, hat die eben sich ein Bier reingezogen und damit eben in so eine Art Schlummertrunk gebracht. Und dann konnte die entspannt schlafen. Das war ein Faktor, der zulässt, überhaupt eine Suchterkrankung unter Umständen in Erwägung zu ziehen. Ja. Also die hat ein äußeres Mittel eingesetzt, ein äußeres Objekt, um einen inneren Vorgang zu regulieren. Ja. Das ist nicht verwerflich, das will ich auch gar nicht bewerten, sondern einfach mal feststellen. Und daran bindet sich auch irgendwo so ein süchtiges Verhalten da. Ja, genau, das ist der Punkt. Aber da wollten wir ja jetzt gar nicht... Ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass du noch lebst. Ja, hallo, ich und, lebe noch. Der Detlef lebt noch. Ja, ich bin noch da. Und er wurde früher auch gerne Detlef genannt in der Schule. Na, gerne ja nur nicht. Also ich wurde wirklich immer Detlef genannt. Aber Detlef war doch zu der Zeit ein richtiger Modename. Ja, also mag sein, aber Cousin, der hieß auch Detlef. Ja, bei mir war es aber keine Verwechslung, sondern es war immer in Anlehnung an diesen Detlef. Film. Ne? Hey Detlef. Ja gut, aber du bist eben heute für mich, bist du der Tommy. Und ich finde das super nett, dass du mit mir ein Interview führst. Und ich hoffe, wir machen da mal noch mehr in der Richtung, weil ich denke mal, das ist ein ganz interessantes Thema, was du hast. Und ich bin ja Videomann hier, wie ihr seht. Und wir haben darüber gesprochen. Und jetzt lass uns noch mal kurz so zu dieser... wenn du so eine Therapie machst, musst du ja auch immer viele Verhaltensmuster immer wiederholen und immer wieder also auch den Menschen erklären, wo kommt das her. Und da könnte man ja wirklich irgendwie einen tollen Videokurs draus machen. Ne? Auf jeden Fall. Um einfach mal auch da erstmal so eine Phase oder eben erstmal überhaupt festzustellen, wollen die Leute überhaupt. Ne? Also ich denke auch, ich erlebe das ja in meiner täglichen Arbeit, dass Menschen dann irgendwie den Weg zu uns finden und erstmal sehr ambivalent sind. Ja. Einfach in dieser Situation, ich gehe jetzt in eine Suchtberatung. Ja, ja. Vielleicht bin ich geschickt worden, vielleicht merke ich aber auch selber, irgendetwas in meinem Leben läuft nicht so, wie ich es will. Und es hat vielleicht auch in der Konsequenz was mit Konsum zu tun, von Alkohol, von Drogen, von ganz egal, auch Spielen. Ja. Und ich suche jetzt irgendwie Rat. Und das ist natürlich dann der Punkt, sich an eine Suchtberatung zu wenden. Ja. Aber eben deswegen sagt ja auch niemand Hurra. Ne? Also, manchmal sind Menschen, die zu uns kommen, auch sehr schambesetzt. Mhm. Ja, also haben auch da ängstlich. Und wir gehen erst einmal mit den Menschen so um, wie sie sind. Bei uns muss dann niemand gleich irgendwas tun, was er nicht will, sich offenbaren, sondern jeder gibt das von sich preis, was er eben auch gerne preisgeben dann möchte. Und wir sind natürlich nachfragend und wir motivieren auch. Und sobald eine gewisse Erfahrung dann auch sich niederlegt im Umgang mit Suchtberatung, Umgang mit Gruppensitzungen, überlegt ihr das mal. Plötzlich sitzen die Leute da in der Gruppe und denken sich, um Gottes Willen, wenn mich hier einer erkennt, wenn ich hier drin bin und wenn ich jemanden treffe, den ich kenne. Das sind ja ernstzunehmende Sachen. In der Realität nachher, keine Frage. Ich habe das noch nie erlebt in all diesen Jahrzehnten meiner Arbeit, dass das nachher wirklich irgendeinen negativen Effekt hatte, sondern im Wesentlichen immer sehr positiv wurde. Vielen Dank für das freundliche Gespräch. Bitte, gerne. Du warst super.